Diesmal nehme ich den Roman Arme Leute von Fjodor Dostojewski unter meine Leselupe. Das Buch wurde erstmals 1846 veröffentlicht. Ich habe die deutsche Ausgabe aus dem Jahr 1997 gelesen, die mit 176 Seiten im Insel Verlag erschienen ist. Makar Devushkin ist ein ärmlicher Kanzleibeamter in St. Petersburg. Er ist in die um einiges jüngere Varvara Dobrosjolowna verliebt. Die beiden leben sogar in der gleichen Straße eines armen Viertels der Stadt, doch eine Beziehung wäre unehrenhaft. Dennoch stehen sich die zwei unglaublich nah und sie tauschen alles, was sie so bewegt, ihre ganzen Gefühle in den vielen Briefen aus, die sie sich schreiben. Ihr Alltag ist geprägt durch die Armut, in der sie leben, die sie fest im Griff hat und die sie von einer schwierigen Situation in die nächste schlittern lässt. Arme Leute war Dostojewskis erster Roman und hat den damals 24-jährigen Autor von heute auf morgen berühmt gemacht. Er wurde sogar von der damaligen russischen Intelligenzia mit Begeisterung aufgenommen, weil es das erste Werk in der russischen Literatur war, das sich derart intensiv mit den Gedanken und Gefühlen armer Menschen auseinandergesetzt hat. Das Hauptthema des Romanes ist der Einfluss finanzieller Not auf die menschliche Seele. Und genau das erörtert uns Dostojewski mit unglaublichem Einfühlungsvermögen anhand seiner beiden Charaktere, Makar und Varvara. Zeitkritik wurde, vielleicht bewusst, ausgespart. Es geht in dem Buch tatsächlich um die beiden Personen und wie sie es schaffen, ihre prekäre Situation, in der sie leben, so zu meistern. Das Buch spielt im Russland zur Zeit der Zarenherrschaft, als es arm geborene Menschen, die mit eingeschränkten Freiheitsrechten leben mussten, kaum möglich war, aus eigener Kraft sozial aufzusteigen oder etwas an ihrer finanziellen Lage zu ändern. Der Roman umfasst die schriftliche Konversation zwischen Makar und Varvara und wird ergänzt durch die Tagebuchaufzeichnungen von Varvara aus einer früheren Zeit, die sie Makar in einem ihrer Briefe zukommen lässt. Makar schreibt ganz eindeutig die längeren Briefe und er übernimmt in dem Buch und auch in der Beziehung zu Varvara die dominante Rolle. Makar Alexejewitsch Devushkin ist um die 45 Jahre alt und er arbeitet als Kopist. Das bedeutet, seine Aufgabe ist es, Abschriften zu erstellen. Und obwohl er sich oft Arbeit mit nach Hause nimmt, kommt er mit seinem Gehalt mehr schlecht als recht über die Runden. Aus seiner Vergangenheit erfahren wir nicht besonders viel, aber uns Lesern wird schnell klar, dass er nicht besonders stolz ist auf das, was er bisher in seinem Leben erreicht hat. Seine Gefühlslage ist oft dadurch geprägt, dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Denn obwohl er selbst über sich in den Briefen oft abschätzig schreibt, kann er es gar nicht aushalten, wenn ihn seine Kollegen oder seine Mitbewohner so von oben herab behandeln. Sein Selbstwertgefühl, das er darauf begründet, ein emsiger, friedfertiger und zuverlässiger Mensch zu sein, dem fehlt ein wichtiges Standbein, nämlich die finanzielle Situation im Griff zu haben. Und genau deshalb kippt sie manches Mal in die purste Verachtung seiner selbst. Ein weiteres Thema, das immer wieder in Makars Briefen auftaucht, ist die Scham, die er empfindet, wenn jemand bemerkt, wie arm er tatsächlich ist. Er schreibt auch oft über den Zustand seiner sich auflösenden Stiefeln, die ihm wie ein Sinnbild für sein Elend sind. Er empfindet es auch als anmaßend von manchen Leuten, wenn sie schlecht über ihn reden, weil er zum Beispiel an regennassen Tagen nur mit den Zehenspitzen aufsteigt, um seine Stiefeln nicht allzu sehr zu belasten. Denn er hat in seinem Leben die Erfahrung gemacht, dass es ihm ganz einfach unmöglich ist, an seiner Situation irgendetwas zu verändern oder zu verbessern. Und weil es nicht seine Schuld und auch nicht seine Wahl ist, so zu leben, wie er es tut, findet er es äußerst ungerecht, von anderen Menschen dafür verurteilt zu werden.
Durch die Bekanntschaft mit Varvara kehrt so etwas wie Hoffnung und ein bisschen Fröhlichkeit in sein Leben zurück. Er möchte ihr so gerne helfen, ihr ein bisschen Luxus und Lebensfreude ermöglichen nach all den Schicksalsschlägen, die sie schon erlebt hat. Dabei lebt er halt etwas über seine Verhältnisse, was natürlich nicht lange ohne Konsequenzen bleiben kann. Varvara Alexejewna Dobrosjolowna ist um die 20 Jahre alt und sie ist eine sehr kränkliche Person. Oft ist sie tagelang ans Bett gefesselt, dort liegt sie dann und denkt ans Sterben. Sie ist zwar jung, aber sie hat schon viele geliebte Menschen beim Sterben begleiten müssen und das hat sie sehr trübsinnig und nachdenklich gemacht. Außerdem war sie nicht immer arm, sondern hat eine recht schöne Kindheit erlebt, an die sie sich jetzt oft sehnsüchtig erinnert. Von den Leuten in ihrem Umfeld wird sie verachtet, weil ihre Ehre beschmutzt wurde. Und so in diesem Dilemma gefangen, lebt sie halt von Tag zu Tag. Und wenn sie nicht krank ist, versucht sie als Näherin ein bisschen Geld zu verdienen und ihre Situation halt zu verbessern, so wie es eben geht. Einen langfristigen Plan, wie sie aus ihrem Elend entkommen könnte, hat sie leider nicht. Aber Varvara ist jung und obwohl sie durch dieses ganze Elend, das sie schon mit anschauen musste und das viele Sterben recht melancholisch geworden ist, konnte ich in ihren Briefen so ein kleines bisschen Zuversicht spüren. Ein bisschen etwas von der Hoffnung, dass die Zukunft doch noch eine glückliche Wendung bringen könnte und für sie alles besser wird. Sie wünscht sich einfach ein Leben, in dem sie keine Not leiden muss und wo sie sich trotzdem selbst treu bleiben kann. Und die Hoffnung auf das schwindet gegen Ende des Buches hin halt mehr und mehr und Varvaras Briefe werden dann auch immer düsterer. Das war mein erstes Buch, das ich von Dostojewski gelesen habe und ich muss sagen, ich bin sehr beeindruckt davon, wie er für jeden Charakter einen ganz eigenen Schreibstil wählt und vor allem dadurch, nicht nur so sehr durch die einzelnen Aussagen, die Eigenheiten der Personen herausarbeitet. Die Briefe waren außerdem sehr lebendig. Ich hatte schon das Gefühl, Varvara und Marka sitzen da tatsächlich irgendwo an ihren kleinen Tischchen und schreiben sich ihre heimlichsten Gedanken. Was mich aber am meisten beeindruckt hat und auch überrascht hat, ist, dass ich dieses über 170 Jahre alte Buch flüssig und leicht lesen konnte. Natürlich hat die Sprache, die verwendet wird, eine ganz andere Klangfarbe, als ein Werk heutzutage hat. Aber schon nach der ersten Seite bin ich da sehr gut reingekommen und habe mich in dem Buch zu Hause gefühlt und konnte es ohne größere Verständnisschwierigkeiten lesen. Das Einzige, womit ich ein bisschen Probleme hatte, waren diese langen russischen Namen, die dann auch teilweise recht gleich für mich geklungen haben. Aber das liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich kein Russisch spreche und das für mich alles ein bisschen fremd war. In den ersten Briefwechseln zwischen Marka und Varvara habe ich bemerkt, wie stark sie sich über diese kleinen Dinge freuen können. Darüber, nicht krank zu sein oder mal gute Stimmung zu haben beim Aufwachen oder einfach einen Spaziergang bei Schönwetter zu erleben. Sie nutzen wirklich jede Möglichkeit, um dieser Notsituation, in der sie leben, da zumindest geistig ein bisschen zu entfliehen. Varvara und Marka tauschen auch gerne Bücher und ihre Meinung darüber aus. Varvara hatte das Glück, in ihrer Jugend einen Studenten zu kennen, der ihr Zugang zu Büchern verschafft haben, die natürlich sehr teuer sind. Sie ist eine recht wählerische Leserin, die gerne anspruchsvolle, tiefgründige Literatur liest. Marka seinerseits lernt während der Geschichte einen Schriftsteller persönlich kennen und er liebt dessen poesiereiche, rosige Schriften, die ihn für kurze Zeit in eine Welt entführen, in der das Leben ganz einfach schön und sorglos ist und aufregend. Varvara kann damit nicht besonders viel anfangen. Sie schickt Marka im Gegenzug Gogols Werk »Der Mantel«.
Maka sieht in dem Buch sich selbst sein ganzes Leben aufgeschrieben und er regt sich furchtbar darüber auf, wie sein Elend und sein Leben dazu beitragen, andere Menschen zu unterhalten. Er fühlt sich wie nackt ausgezogen und zum Begaffen vorgeführt. Und an dem Punkt habe ich begriffen, dass Dostojewski nicht vorhat, seine Leser wie einen außenstehenden Betrachter die Situation und das Elend der armen Menschen zu schildern, sondern er möchte den Leser tatsächlich mit reinnehmen. Er will den Leser mitfühlen lassen, selbst spüren lassen, wie es sich anfühlt, in finanzieller Not zu leben. Und das schafft er einerseits durch die Intimität, einen fremden Briefwechsel mitzulesen und andererseits dadurch, dass er Bewusstsein dafür schafft, dass auch arme Menschen, die viele, viele Abstriche in ihrem Leben machen müssen, immer noch ihre Würde behalten wollen und auch von anderen Menschen würdevoll behandelt werden wollen. Mein Fazit: Ich habe diesen Roman mit bangen und hoffnungsvollen Gefühlen gleichzeitig gelesen, weil fast bis zum Schluss offen bleibt, wohin Maka und Varvara gehen werden, was ihr Schicksal ist und wohin sie ihr Weg führen wird. Ich fand ihre Geschichte sehr, sehr berührend und besonders wunderschön fand ich die Art und Weise, wie sie sich gegenseitig immer wieder Mut machen und sich unterstützen oder sich auch manchmal ganz einfach beim anderen ausweinen, wenn einmal alles schief geht. Wir erleben hier eine Liebe aus der Ferne, die ihresgleichen sucht. Die Themen, die das Buch aufwirft, waren für mich als heutigen Leser teilweise schon noch sehr gut greifbar und auch realitätsnah, wie zum Beispiel die herablassenden Blicke der Reichen auf die Armen oder deren Schamgefühle, wenn sie ihre Armut einmal nicht verbergen können. Genauso wie auch die Wut, die arme Menschen empfinden, wenn sie die Reichen so im Luxus schwelgen sehen und selbst nicht mal das Nötigste haben. Manche Dinge konnte ich allerdings nicht mehr so gut nachvollziehen, vor allem Varvaras Situation mit ihrer verlorenen Ehre war für mich nur sehr schwer nachzuempfinden. Ja, in unserer Gesellschaft ist mit dem Liebesleben einfach alles machbar und wir können unsere Gefühle ausleben, wie wir wollen. Die Gesellschaft ist so aufgeschlossen, dass es mir wirklich sehr schwer fällt, mich da hinein zu versetzen, wie könnte sich Varvara gefühlt haben in dieser Situation. Und auch die Unehrenhaftigkeit einer Beziehung zwischen den beiden ist für mich in der heutigen Zeit einfach nicht mehr so ergreifend, wie es vielleicht für einen Leser von noch vor 50 Jahren gewesen wäre. Dieser Briefroman beschäftigt sich nicht direkt mit den geschichtlichen und politischen Hintergründen des Russlands zur Zeit der Zarenherrschaft, sondern Dostojewski führt uns vielmehr in diese innersten Gefühle, in die Hoffnung und die Selbstzweifel der armen Menschen hinein. Er lässt uns nicht vergessen, dass jeder Mensch, ob arm oder reich, eine Seele hat, die danach strebt, sich weiterzuentwickeln, im Leben Erfahrungen zu machen und voranzukommen und die sich wünscht, von anderen Menschen würdevoll behandelt zu werden. Falls ihr das Buch schon kennt oder euch die Themen, die das Buch aufwirft, berühren, dann schreibt gerne etwas in die Kommentare und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Selberlesen.